Hallo zusammen, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute und zwar möchte ich euch meinen Gast vorstellen. Ich bin nämlich heute mit der lieben Mirja Krönung hier. Die Mirja ist eine zertifizierte Therapeutin und Coach und hat eine eigene Praxis und zwar in Karlsbad, was in der Nähe des wunderschönen Karlsruhes ist, wo ich nämlich auch ursprünglich herkomme. Deshalb, da geht direkt mein Herz auf. Die Mirja arbeitet seit 15 Jahren mit Unternehmen und Privatpersonen im Kontext von Gesundheitsberatung, Persönlichkeitsentwicklung und Transformation. Und die hat mir so ein sehr schönes Zitat geschickt von sich, das möchte ich gerne vorlesen möchte. Da sagt sie nämlich, damit meine Klienten und Patienten in ihre volle Kraft kommen können, schauen wir uns insbesondere Blockaden, Ängste und innere Konflikte gemeinsam an und bearbeiten diese. Hierfür eignen sich sanfte, effektive und nachhaltige Methoden wie Traumaarbeit oder EFT zur emotionalen Befreiung hervorragend. Und damit ihr ein bisschen seht, wie sowas funktioniert, das Thema EFT, hat die Mirja uns versprochen, dass sie uns heute einmal zeigt, einmal durch eine solche Session durchführt. Und deshalb bin ich jetzt auch gleich ruhig und übergebe das Wort an die liebe Mirja. Und dann bin ich gespannt, was sie mit uns machen wird. Ja, vielen Dank, Corinna. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, das hier in der Runde zu zeigen. Ja, wie Sie sehr gerne. Also ich würde vorschlagen, bevor wir loslegen, vielleicht ganz kurz so ein kleines, ein kleines Modul zum Zentrieren. Denn es ist immer wichtig zu wissen, was ich da beklopfe und warum ich EFT anwende. Also bevor ich loslege, es gibt auch die Möglichkeit, das trocken zu tun. Also einfach, um sich ein bisschen zu beruhigen, zu entstressen, zu entkrampfen, zu deblockieren. Wenn es aber ein konkretes Thema gibt, dann bietet sich das immer an, sich dieses Thema auch vor Augen zu führen. Also das heißt, wer jetzt hat oder möchte, kann sich auch ein Blatt zur Seite legen und Stift und sich ganz kurz ein paar Gedanken machen. Vielleicht hast du ja selbst auch ein Thema, dann hast du die Möglichkeit, das jetzt an der Stelle quasi im Stillen mit einzubringen, ohne mir das zu sagen. Denn das Klopfen ist für alle gleich und das Schöne an der Übung ist, jeder darf sich ein, ich sag jetzt mal, belastendes oder aktuell stressendes Thema wählen, was er gerade greifen kann. Vielleicht jetzt im Moment der Stress in der Vorweihnachtszeit oder das ungewisse 2021, was da vor uns liegt. Und ganz kurz in 4 Punkten möchte ich alle die, die jetzt mitmachen, animieren, sich Gedanken zu machen und sich zu fragen, wenn ich an dieses Thema denke und an diese Belastung, was kommt mir da spontan als erster Punkt für einen Gedanke? Welcher Gedanke kommt mir ganz spontan? Was denke ich zu dem Thema? Und was empfinde ich, wenn ich daran denke? Vielleicht eine kurze Notiz. Was ist mein erster spontaner Gedanke, ohne das irgendwie schön zu formulieren oder nett zu machen, sondern richtig aus dem Bauch raus? Und was empfinde ich dabei? Was kommt mir da für eine Emotion? Die zweite Notiz wäre, wo sitzt das in meinem Körper? Vielleicht kurz die Augen schließen und so ein bisschen in sich reisen und mal schauen, kann ich einen Ort ausfindig machen, eine Stelle in meinem Körper, wo das für mich verankert ist oder wo ich das stärker spüre? Das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt, da wird schon spannender, ist die Frage, erinnert mich das an irgendetwas? Kenne ich das irgendwoher? Wenn da nichts kommt, völlig in Ordnung. Vielleicht mal ganz kurz so eine Minute oder zwei nehmen und sich die Zeit nehmen zu überlegen. Und das letzte wäre die Frage, wie denke ich denn bezüglich dieses Themas über mich? Gibt es so etwas, das wird der ein oder andere sicher kennen, wie einen Glaubenssatz? Gibt es etwas, was da spontan kommt? Was bedeutet das für mich? Welche Erwartungen sind mit diesem Thema verbunden? Welche Vorwürfe mache ich mir da vielleicht? Gibt es Schlussfolgerungen? Das ist so die theoretische Vorarbeit, damit man möglichst effektiv auch in das Klopfen reingehen kann. Und wenn es soweit steht, dann starten wir quasi gemeinsam. Wenn alle bequem sitzen. Zieh mal meine Brille aus, weil mit Brille ist das doof, ne? Sehr schön, absolut. Die Region brauchen wir gleich. Die Beine stehen stabil auf dem Boden, nicht übereinander geschlagen. Die Hände liegen quasi locker auf den Oberschenkeln. Und ich demonstriere mal ganz kurz das Startprogramm. Also wir beginnen an der Handkante. Das heißt hier bei dem fleischigen
Teil sozusagen unserer Hand, fangen wir an, so ein bisschen in den Einstieg zu gehen und klopfen mit zwei oder drei Fingern, so wie es für uns angenehm ist. Manche mögen auch die vier Finger. Und zum Einstieg beklopfen wir die Handkante. Als erster Punkt. Dann gehen wir an den zweiten Punkt, der befindet sich dort, wo der Wuchs der Augenbraue beginnt. Also quasi genau hier an dieser Stelle. Wir gehen es einfach mal durch. Dann gehen wir in den Außenwinkel des Auges, also wandern quasi auf diesem Knochen hier unten, wandern dann in die Mitte hier auf das Jochbein unter dem Auge, auf diesen Knochenvorsprung, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Danach geht es in den Bereich zwischen Nase und Lippe, da wo sich das M oder diese kleine Mulde befindet, in der Oberlippe. Und genau auf dieser Höhe wandern wir quasi zwischen Mund und Kinn in die Kuhle, genau. Von dort aus gehen wir auf das Schlüsselbein. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe diese Schlüsselbeinknochen so verfügbar vielleicht, wie in meinem Fall jetzt. Manche mögen auch das mittige Beklopfen auf das Brustbein. Es hat den gleichen Effekt. Ich werde immer wieder gefragt, ist das ein Unterschied? Nein, also die Resonanz, das Beklopfen wirkt sich auf die beiden Schlüsselbeinknochen genauso aus. Dann haben wir ich nenne ihn immer gerne den Affengriff. Für die Damen ist es dort, wo der BH quasi beginnt. Also das heißt unterhalb der Achsel, so im Übergang zum Brustbereich. Und der letzte Punkt wäre das, was man hier oben so als Scheitelchakra vielleicht auch kennt. Für alle die im Yoga-Bereich unterwegs sind oder sich damit auseinandersetzen, einhändig oder beidseitig. Für manche ist das ein sehr sensibler Punkt. Die mögen das nicht, wenn man da massiv beidhändig beklopft. Da reichen kleine, leichte Impulse. Das sind die wesentlichen Punkte, die in diesem Prozess beklopft werden. Und wenn ihr da jetzt mitmacht, euch anschaut, was für ein Thema ihr gewählt habt, dann gilt es, das in einen, ich nenne es jetzt mal, in einen Kernsatz zu packen. Ich mache mal ein Beispiel. So, ich bin jetzt gerade konfrontiert, ich habe noch keine Weihnachtsgeschenke, ich habe noch keine Dinge organisiert, gibt auch keinen Baum, doch, ich glaube, einen Plastikbaum irgendwo im Keller, den ich aber nicht verwenden möchte dieses Jahr. So, das heißt, das steht alles noch vor mir wie ein großer Berg. Dann könnte mein Satz sein, mit dem ich in den Klopfprozess gehe, auch wenn ich mich dieser ganzen stressigen Situation oder belastenden Situation, dem Weihnachtsstress, nicht gewachsen fühle, liebe und akzeptiere ich mich trotzdem damit. Das heißt, ich packe es in ein sogenanntes Framing. Ich gebe dem Ganzen einen Rahmen. Je nachdem, wie stark die Belastung ist und wie weitreichend das Thema, ist es für einige schwierig, das auch in das Framing des Liebens zu packen. Dann reicht es vollkommen zu sagen, ich akzeptiere mich damit. Ich nehme mich damit an. Und dann beklopfe ich diese 9 Punkte in der Reihenfolge. Sollen wir das mal machen? Ja, ich habe hier schon brav Notizen gemacht. Okay, es bietet sich an, das laut auszusprechen. Also das heißt, du könntest jetzt auch theoretisch in unserer Konstellation den Ton ausmachen. Du kannst es auch leise vor dich hinsprechen. Für alle die alleine sind, das hat natürlich mit der Stimme und auch mit der Vibration zu tun. Unser System entkoppelt anders, wenn wir die Dinge laut aussprechen. Also ich animiere jeden, es wirklich nicht nur zu flüstern, sondern laut auszusprechen. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, wir nehmen mal mein Beispiel. Und alle, die gerade üben möchten, dürfen es in ihrem Satz tun und für sich tun oder vielleicht auch jetzt andeuten in der Konstellation. Und einmal durchklopfen. Bevor wir das aber tun, bevor wir loslegen, wäre es gut und sinnvoll, einfach auch zur eigenen Orientierung mal in sich reinzuhören. Moment mal, wie stark belastet mich das denn? Hilfreich ist da klassischerweise so die Skala zwischen 0 und 10, beziehungsweise 1 und 10. Wäre das 0, gehen wir nicht von der Belastung aus. Also 1 ist geringfügig. Ich finde das jetzt tolerabel, damit kann man leben. Und 10 ist so das Worst-Case-Szenario. Das ist alles total, das ist mega Druck. Damit komme ich so nicht klar. Das muss ich dringend bearbeiten. Das muss weniger werden, schwer aushaltbar. Okay, gut. Darf sich jeder auch eine Notiz dazu machen, dass er das schwarz auf weiß hat? So auf der Skala, wunderbar. Ich habe meinen Wert in Sachen Weihnachtsstress.
Gut. Man kann auch zwischen zwei Zahlen liegen, völlig in Ordnung, alles gut. Dann starten wir doch damit mal und ich gehe mal von dem Beispiel aus. Auch wenn mich dieses Weihnachtsszenario dieses Jahr sehr, sehr stark belastet und bedrückt, liebe und akzeptiere ich mich damit. Man kann den Satz mehrfach an einem Punkt aussprechen. Ich empfehle an der Stelle einfach wirklich einmal in den Satz zu gehen und dann die Punkte der Reihe nach durchzuklopfen. Auch wenn ich diesen Weihnachtsstress sehr belastend finde und mich dem nicht gewachsen fühle, liebe und akzeptiere ich mich damit. Auch wenn ich mich gerade ganz klein sehe vor einem riesengroßen Berg an To-Dos, die ich noch nicht erledigt habe, liebe und akzeptiere ich mich damit. Auch wenn mich dieses zusätzliche Aufgabengewirr gerade bedrückt und ich nicht weiß, wann ich das tun soll, liebe und akzeptiere ich mich damit. Auch wenn ich das als zusätzlichen Druck empfinde in meinem Alltag und der schon vollgepackt ist mit Terminen gerade, liebe und akzeptiere ich mich damit. Auch wenn ich noch gar nicht weiß, was ich schenken soll, dieses Jahr, liebe und akzeptiere ich mich damit. Auch wenn ich noch nicht mal terminiert habe, wann das stattfinden soll und ich noch nicht weiß, ob ich das in den Zeiten erledigen kann, die mir zur Verfügung stehen, liebe und akzeptiere ich mich damit. Auch wenn mir das alles gerade zuwider ist, liebe und akzeptiere ich mich damit. Auch wenn das jetzt überhaupt nicht passt und ich würde Weihnachten gerne verschieben in den Januar oder den Februar, liebe und akzeptiere ich mich damit. Ihr seht, ich habe diesen Satz etwas variiert. Manche bleiben gerne bei einem Satz und manche merken durch dieses Klopfen, entkoppelt sich etwas. Und das, was da raus will oder das, was präzisiert werden will, geht bei den meisten auch tatsächlich über den Mund, also über die Sprache. Das heißt, je konkreter, je krasser, je präziser ihr werdet, variiert ruhig über diese 9 Punkte und erlaubt euch, noch klarer zu werden in dem, was belastet. Vielleicht sind es ja gar nicht, wie in meinem Fall, die ganzen Geschenke und Zusatz-To-Dos, sondern dahinter steht der Glaubenssatz, ich muss das alles alleine machen. Da ist keiner, der mir hilft. Ich bin die, die für die Familie verantwortlich ist. Ich bin die, die die Aufgabe hat. Vielleicht auch ungeprüft. Ich glaube, diejenige zu sein. Und das merkt man schon alleine durch diesen Prozess. Ganz vereinfacht formuliert. Und würde man jetzt in diesem Basisprotokoll an der Stelle angekommen sein, dass man merkt, okay, ach, es ist eigentlich schon nur durch das Klopfen erträglicher. Also man merkt recht schnell, da passiert was, man kann es noch nicht genau fassen. Ich empfehle, zu klopfen, so lange zu klopfen, dass ich in meinem Belastungsgrad auf der Skala unter die 5, im Idealfall auf der 3 gelandet bin. Braucht in den meisten Fällen, wenn es keine Hindernisse in diesem Prozess gibt, braucht es 2 oder 3 Durchgänge. Wenn ich mir diese Entlastung geschaffen habe, dann gäbe es noch eine Möglichkeit, das Ganze auch positiv wieder aufzuladen. Sollen wir das mal machen? Ja, gerne. Gut. Also das heißt, wir haben alle in der Schule gelernt, so 7. Klasse, das Gesetz von der Erhaltung der Energie und Masse, dass einfach nichts irgendwie verpufft oder verschwindet. Bedeutet, wenn wir hier etwas frei gemacht haben und da ist Raum frei geworden, Emotional Freedom, also etwas, was wir schaffen, was alte Emotionen aus dem System sozusagen löst und entkoppelt, dann ist Platz für Neues geworden. Das heißt, wenn ich nicht mehr glaube oder das nicht mehr so empfinde, dass dieser Weihnachtsstress mich belastet, könnte ich das ja auch umkehren. Umkehren, indem ich sage, ich gebe in mein System über das Klopfen die Information ein, die ich gerne hätte. Nämlich, versuchen wir es mal, also ich bleibe mal bei dem Beispiel, gehe mal wieder in die 9 Punkte mit euch, ihr dürft es mit euren Themen machen. Ich bin
voller Kraft und habe genügend Zeit, all diese zusätzlichen Weihnachtsaufgaben zu erledigen. Ich habe helfende Hände um mich, die ich fragen darf, ob sie mich dabei unterstützen, diese Weihnachtsaufgaben zu erledigen. Ich habe eine liebevolle und verständnisvolle Familie, die auch damit gehen kann, wenn nicht alles erledigt wird. Meine Freunde haben Verständnis, dass ich bestimmte Aufgaben nicht erfüllen kann in diesem Jahr oder mich von bestimmten Weihnachts-To-Dos distanzieren möchte. Ich bin der Herr über meine Zeit. Ich kann neu planen und neu gestalten, sodass auch diese Aufgaben Raum finden in meinem Leben. Ich entscheide, ob diese Aufgaben und welche davon eine Priorität für mich haben. Es ist meine Entscheidung. Ich darf mich auch wohlfühlen damit, Dinge nicht zu tun. Ich bin entspannt und sehe Weihnachten gelassen entgegen. Und über den Affengriff, genau. Ich fühle mich leicht und unbelastet. Für alles gibt es eine Lösung. Ich habe genug Zeit, Dinge zu bewältigen und ich gestalte meine Liste selbst. Ein Beispiel. Und jetzt da bin ich wieder. Sehr schön. Geht ja um das Fühlen, weniger um das Sehen, um das in sich gehen, weniger um das im Außen sein. Insofern kann ich alle animieren, auch tatsächlich das vielleicht noch als Hinweis für die, die das machen, wer eine Smartwatch trägt oder anderweitige Gadgets, um einfach biometrische Daten zu generieren, ablegen für einen solchen Prozess. Das geht über Nervenbahnen und sehr feine sensorische Impulse, die Arbeit im EFT. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass gerade sensible Menschen oftmals freier sind, wenn sie das alles ablegen, weil das ganze System davon profitiert. Und wir natürlich auch nicht nur im Kopf arbeiten, sondern ich sage jetzt mal, das Ganze entspannt, unser Hormonsystem balanciert verschiedene Faktoren aus und wir profitieren davon, wenn wir einfach wirklich ganz, ganz nackt und blank sozusagen in diese Arbeit gehen und dadurch nicht irritiert werden von äußeren Impulsen und seien die noch so klein. Ja, und ich kann auch nur jedem empfehlen, das tatsächlich auszuprobieren, nicht nur angucken das Video, sondern probiert das aus. Fühlt das für euch, weil ich weiß, ich bin ja auch so ein oberrationaler, ne, Mensch, dass das auf den ersten Blick vielleicht seltsam wirken mag, dass man sich beklopft, aber es hat eine unheimlich große, große Wirkung und auch die Idee mit diesen Glaubenssätzen im Hintergrund einfach mal drauf einlassen und man ist da sicherlich nicht von Anfang an selber so eloquent drin, so wie das die Mia ja jetzt gemacht hat, aber probiert das für euch aus, weil ganz häufig kommt man wirklich, wenn man über ein Problem so ein bisschen nachdenkt und sich beklopft, auf die Ursache und was wirklich dahinter steckt, sodass man dann auch das Problem lösen kann und sich angehen kann. Dementsprechend finde ich das eine ganz, ganz tolle Sache und ich kann euch nur einladen, probiert das immer mal wieder aus. Das ist eine Möglichkeit, auch wirklich ganz schnell in sich reinzuschauen, so wie diejenigen, die vielleicht Tagebuch schreiben, diese Katharsis nennt man das, also diese Befreiung über das Schreiben erleben, diese Entkopplung und das Loslassen, nur weil wir es aus dem Geist oder aus dem Herz uns herausgeschrieben haben. Das Gleiche haben wir mit dem EFT auch. In dem Moment, wo wir uns erlauben, es braucht die Erlaubnis, diesen Prozess auch wirklich voll in Besitz zu nehmen, dass man sagt, ja, das ist eine Riesenchance, ich lasse mal laufen, was da kommt. Und ich erlebe das ganz oft, dass meine Klienten schlucken müssen, ob der Sätze, die da rausplatzen und das vermeintliche Thema, ihr könnt ja gerne nach dieser Übung den Vergleich jetzt wagen, was habe ich denn da aufgeschrieben, was fühle ich jetzt? Und ein paar Tage warten, denn das Ganze hat auch wirklich einen Nachhall, also die besagten 3 Tage, in denen vieles passieren kann, auch an Körperphänomenen,
die in diesem Entkopplungsprozess jetzt noch wie so Nachwehen, die da beteiligt sind. Und dann nochmal hinzuschauen auf die Notiz und zu gucken, ist es das gewesen oder kommt mir jetzt noch ein anderer Gedanke? Ja, lag da noch was drunter? Habe ich mich vielleicht ertappt, dass ich durch das Formulieren an den Punkt gekommen bin und mir den in mein Bewusstsein gehoben habe, der mir vorher so gar nicht klar war, so wie bei mir jetzt dieses Thema, ich muss das alles alleine machen oder eine Klientin, die sagt, ich muss mich da alleine durchbeißen, auch dieser Akt des Durchbeißens, ja, ist ja egal, ob das Weihnachten ist oder ein anderes Thema. Also dieses Potenzial birgt EFT und deswegen ist es eine zwar sehr sanfte, augenscheinlich wirkende Methode, aber extrem tief und sehr effektiv, weil ich komme ganz schnell, wenn ich es mir erlaube, wenn ich mir die Chance gebe, laut zu sprechen, auch erstmal im geschützten Raum, komme ich sehr schnell an Dinge, die mich vielleicht verwundern, einfach weil ich mir erlaubt habe, sie nach außen zu bringen. Ja, spannend. Für alle, die zuschauen, es wird ja auch ein zweites Video geben, wo wir noch mal ein bisschen theoretischer uns das Thema EFT angucken. Deshalb bedanke ich mich jetzt erstmal, liebe Mirja. Ich fand es ganz, ganz spannend. Ich fand es ganz schön und ich merke auch, ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, ne, dass ich nicht, bei mir resultiert Stress immer in nicht tiefem Atmen. Mhm. Und das ist was ich immer direkt merke, wenn ich tatsächlich dann mal tappe, beziehungsweise klopfe, wie wir auf Deutsch sagen, dass sich das verändert. Und deshalb, ich finde das eine unheimlich potente Sache. Und man muss sich natürlich die Zeit nehmen dafür. Aber das lohnt sich. Deshalb vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns fürs nächste Video wieder, wo wir ein bisschen mehr über die Theorie sprechen. Danke. Gerne. Ich danke dir, Corinna. Merci. Tschüss.